So, da sind wir wieder zurück zu Let's Play Assassin's Creed und ich bin immer noch auf der Jagd nach dem letzten Bürger. Und danach können wir unser Attentat starten. So, ja, das war geplant. Du bist kein Mönch. Dein Gott hat dich verlassen. Okay, die sind hier drunter. Schade, dann kann ich keinen Luftattentat machen. Aber es geht doch so. Zack, und voll hingerichtet. Alter. So. Du fliegst direkt mal ins Gerüst. Aua. Du kriegst einen Tritt, du kriegst einen Schlag, den du aber abblockst und mir einen reinhaust. Warum kommentiere ich das alles so komisch? Aber ist ja egal. So, komm schon. Lass mich los. Dann komm du halt. Okay. Ich habe gerade gesehen, da kommt noch einer. Ja, ja, natürlich. Genau. Genau. So. Wow, zweimal hintereinander, ohne getroffen zu werden, mit der versteckten Klinge. Okay. Dreimal hintereinander wäre auch zu schön gewesen. Aua. 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 Oh man, ich kann es einfach nicht. Okay, komm, ich nehme wieder die normale Waffe. Aber dann dauert es halt. Weißt du, die versteckte Klinge ist so ein One-Hit-Kill-Gerät. So. Oder ein One-Hit-Kill-Garant, kann man auch sagen. Und tschüss. So, okay, greif an. Okay. So, komm noch einer, dann haben wir den letzten Bürger und dann kann ich endlich das Attentat machen. So. Danke. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Dann tu das mal. Und lass mich bitte gehen. Okay. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder zurück, natürlich zum Assassinenbüro. Und muss da erzählen, dass ich alles rausgefunden habe, was ich rausfinden kann. Gott, wo bin ich hier? Und ja, dann können wir starten. Ja, ich bin in so einem komischen... Was auch, okay, das hilft mir auch nicht weiter. Ich muss einfach den Eingang finden. Und dabei ein paar Wachen töten. Ach, da unten. Okay. Ui, die Menschen sind alle in Panik. Ist denn was Schlimmes passiert? So, ja. Ich entferne mal kurz den Marker, den ich mir da gesetzt habe. Das war eigentlich ziemlich unsinnig, so. Ich beeile mich auch ein bisschen, weil wir wollen ja auch mal das Attentat jetzt sehen. Deswegen nehme ich, glaube ich, die Abkürzung über die Dächer. Weil aufs Dach muss ich ja sowieso, um ins Büro zu kommen. Ach, da sind wir wieder bei der Kirche. Okay, man. Ja, das ist das Problem. Man kann halt nicht die ganze Stadt überqueren über die Dächer. Also kann man schon, aber man muss halt immer mit Umwegen rechnen. Und hör auf, mich anzuvisieren. So. Ja, dann gehe ich halt wieder runter. Och. So. Nein, ich gebe dir kein Geld. Ich habe selbst zu wenig. Sieh mich an, ich muss die ganze Zeit mit gleichen Klamotten rumlaufen. So, so, so. Geht's mir wieder nicht weiter. Natürlich ist da wieder so ein Dach, wo ich nicht hochklettern kann. Mal wieder R1, obwohl ich nicht muss. Okay. So, dann komm schon. Ja, wir dürfen gleich endlich da sein, hoffe ich mal. Wenn ich nicht dauernd runterfallen würde. Aus dem Weg, so. Okay, ich stelle schon die passende Leiter, um aufs Dach zu kommen. Bitte, seid vorsichtiger. Weil wir sind gleich da. Wo ist es denn? Meine Güte. Da, okay. Gut. Da sind wir auch schon. Hat doch gar nicht mehr so lange gedauert. So, und dann werden wir erstmal mit unserem Kollegen reden und dann geht's los mit dem Attentat. Was führt euch so bald wieder zu mir? Ich habe mich mit Wissen gewappnet, wie befohlen.
Recht, und ich werde urteilen. Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn. Aber er hat auch Feinde. Er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen. Wohl wahr, sie standen sich nie nah. Das gereicht mir zum Vorteil. Richards Besuch hat ihn erregt. Wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken. Er wird abgelenkt sein. Genau dann schlage ich zu. Seid ihr dessen sicher? So sicher ich nur sein kann. Und wenn die Dinge sich ändern, passe ich mich an. Dann gebe ich euch freie Hand. Beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt. Ich kehre zurück, wenn die Tat vollbracht ist. Jo, das werden wir. So, jetzt können wir mit dem Attentat beginnen. Juhu, juhu. Wir haben auch noch genug Zeit dafür. Das ist doch schön. Anschlag, nachdem sich Wilhelm und König Richard getroffen haben. Er wird abgelenkt sein. Okay. Ja. Das Blöde, wir müssen jetzt wieder genau dahin zurück, wo ich gerade herkam. Ja. Ich hätte es irgendwie ein bisschen anders planen sollen, dass ich zuerst den ganzen Scheiß da hinten mache und dann den Rest hier vorne, aber was soll's. Könnt von mir aus auch vorspulen. Passiert hier jetzt nichts Großartiges, glaube ich. Außer es passiert wieder was Unvorhergesehenes, wie dass ich wieder plötzlich von 5 Millionen Wachen gleichzeitig angegriffen werde. Die natürlich alle gekonnt erledige, ohne Schaden zu nehmen, wie das ja immer bei mir ist. Und ja. Alter, jetzt stell dich nicht so an. Wir haben nicht ewig Zeit. Wir haben zwar noch ein bisschen Zeit fürs Attentat und so, aber auch nicht ewig. Wo bin ich denn hier? Okay, da hinten ist wieder die Kirche. Oh ja, oh ja. Na komm, wir gehen schon an. So. Ui, der ist runtergefallen. Wie schade. Es breitet jetzt zwar wieder so eine Massenpanik da unten in der Stadt, aber ist mir eigentlich ziemlich egal, weil da muss ich sowieso nicht hin. So. Festhalten. Gut. Okay. Ach, wer nervt mich jetzt schon wieder? Ja, ach der. Tut mir leid. Eigentlich nicht, aber. So, der ist auch tot. Ja, natürlich. Macht der direkt einen Überschlag und fällt da runter. Ja, hoffentlich. Ach, verdammt. Jetzt liegt da auch noch eine Leiche. Ja, ihr seht schon, haben sich ein paar Menschen aufgestellt. Weil da wird jetzt gleich wieder eine Zwischensequenz abgespielt. Oh, oh. Vielleicht hätte ich die doch nicht töten sollen. Vielleicht komme ich auch gut vorbei. Ich hoffe es mal. Ja, okay. Genießt die Zwischensequenz. Tausend Seelen, Wilhelm. Ich dachte, es wären Gefangene, die gegen unsere Männer eingetauscht werden sollten. Die Sarazenen hätten ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten. Ihr wisst es. Ich tat euch einen Gefallen. Oh ja. Einen großen Gefallen, fürwahr. Jetzt sind unsere Feinde noch fester in ihrer Überzeugung und werden noch entschlossener kämpfen. Ich kenne unseren Feind. Er ist nicht gestärkt, sondern von Angst erfüllt. Sagt mir, wie kommt es, dass ihr unseren Feind so gut kennt? Ihr, der ihr das Schlachtfeld verlassen habt, um Ränke zu schmieden. Ich tat, was recht war, was billig war. Ihr habt geschworen, das Werk Gottes zu verrichten. Aber das sehe ich hier nicht. Nein, ich sehe einen Mann, der es mit Füßen tritt. Eure Worte sind höchst ungnädig, mein Lehnsherr. Ich hoffte, ich hätte mir inzwischen euer Vertrauen verdient. Ihr seid der Regent von Akkon, Wilhelm, um in meinem Namen zu regieren. Wie viel mehr Vertrauen erwartet ihr? Wollt ihr vielleicht meine Krone? Ihr verfehlt den Sinn, aber das tut ihr ja immer. So gerne ich auch meine Zeit mit Wortgeplänkeln vergeuden würde, ich habe einen Krieg zu führen. Wir setzen das ein anderes Mal fort. Dann lasst euch nicht aufhalten. Eure Hoheit. Ich fürchte, die neue Welt wird für Leute wie ihn keine Verwendung haben.
gebt Wort, dass ich mit den Truppen sprechen will. Wir müssen sicher sein, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Warnt sie, dass jede Nachlässigkeit aufs Schwerste bestraft wird. Ich bin heute nämlich nicht zum Spaßen aufgelegt. Ja, mein Herr. Der Rest von euch, folgt mir. Ja, die beiden verstehen sich anscheinend nicht besonders gut. Aber das ist kein Ding. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Der Dritte sind in dem Fall wir und wir werden den gleich töten. Ich habe jetzt allerdings Bedenken, dass es mit der Zeit wirklich so hinhaut. Aber wisst ihr was? Ich spiele jetzt einfach. So. Ohne mich zwischendurch zu verabschieden, dann müsst ihr halt so einen ungewollten Schnitt irgendwann, vielleicht ist er auch schon passiert, keine Ahnung, in Kauf nehmen und dann, naja, dann geht's weiter. Na, Kumpel? Was willst du? Ach, ich kletter nur die Wand hoch. So. Ah, Mann, Alter, ihr. Oh, du kannst doch da hoch. Boah, Alter, ihr. Ey, jetzt geh mir nicht auf den Sack. Ja, den ihr vielleicht im Hintergrund reden hört, ist der Wilhelm. Ja. Was weiß er denn schon? Ja, den Bogenschützen muss ich unbedingt ausschalten. Aber seine Vorwürfe entbehren so. Auch nicht jeder Grundlage. Es ist leicht, bei einem Rundgang hier Fehler zu finden. Ich muss jetzt nämlich warten. Und zwar hier oben, weil irgendwann hört er nämlich auf zu reden. Da spielt sich jetzt noch ein bisschen was ab. Wir könnten da ein bisschen gleich zuhören. Aber wenn er fertig ist, geht er da an seinen komischen Schreibtisch. Und wenn ich es dann gut mache, kann ich den von oben aus töten. Zwar nicht von hier, weil es hier zu hoch ist, aber von hier, von diesem Holzding unter mir. Nur wenn ich jetzt da runtergehe, dann sehen mich alle und dann ist es eh vorbei. Deswegen, ja, können wir jetzt einfach mal so ein bisschen zuhören. Es ist eure Schuld. Ihr habt Schande über uns gebracht. Geschick und Entschlossenheit haben uns Akkon gewonnen. Und sie werden erforderlich sein, um es zu halten. Ich war nachsichtig. Aber jetzt nicht mehr. Ihr werdet härter und öfter üben. Verpasst ihr dadurch ein Mahl oder eine Nachtruhe, dann ist es so. Und solltet ihr euch vor dieser Pflicht drücken, werdet ihr die wahre Bedeutung des Wortes Disziplin kennenlernen. Führt sie vor. Wenn ich ein Exempel an euch statuieren muss, um Gehorsam zu erlangen, dann soll es so sein. Ihr werdet beschuldigt, auf Wache gehurt und getrunken zu haben. Was habt ihr zur Verteidigung vorzubringen? Mein Herr, bitte, wir dachten uns nichts dabei. Wir haben uns vergessen. Es kommt nicht wieder vor. Nein, sicher nicht. Ungehorsam breitet sich aus wie eine Seuche. Er soll ausgerissen und getilgt werden, auf dass seine Ausbreitung verhindert werde. Habt ihr mich verstanden? Ja, mein Herr. Natürlich. Zu eurem Befehl. Gut, gut. Dann kehrt zurück auf eure Posten, erfüllt von neuem Pflichtbewusstsein. Seid stark, seid auf der Hut und wir werden obsiegen. Zaudert und ihr werdet das Schicksal dieser Männer teilen. Dessen seid euch sicher. Wegtreten! Okay, jetzt ist es soweit. Ich hoffe, ich kriege das hin. Und, yeah, perfekt. Hat doch super geklappt. Gut aus. Eure Ränke sind gescheitert. Was wisst ihr von meinen Plänen? Ich weiß, dass ihr Richard töten und Akkon für euren Sohn Konrad gewinnen wollt. Für Konrad? Mein Sohn ist ein Taugenichts und kaum fähig, sein Heer zu führen, geschweige denn ein Reich. Und Richard? Der Algernon ist nicht besser. Geblendet von seinem Glauben an ein Trugbild. Akkon gebührt keinem von ihnen. Wem da? Die Stadt gehört dem Volk. Ihr erdreistet euch, für das Volk zu sprechen? Ihr nehmt ihnen die Nahrung, schindet sie ohne Gnade, zwingt sie in den Frondienst für euch. Alles das geschah, um sie für die neue Welt vorzubereiten. Ich nehme ihnen die Nahrung? Nein. Ich nahm sie in Verwahrung, damit sie in schlechten Zeiten wohl rationiert werde. Schaut euch um. In meinem Bezirk gibt es keine Missetaten außer denen, die von euresgleichen verübt werden. Und der Heeresdienst? Sie werden nicht für den Krieg ausgebildet. Wir lehren sie allein die Vorzüge von Ordnung und Disziplin. Das kann schwerlich Unrecht sein. Für wie ehrenhaft ihr eure Absichten auch halten mögt. Eure Taten sind grausam und müssen enden. Wir werden sehen, wie süß die Früchte eurer Arbeit sein werden.
Ihr befreit die Städte nicht, wie ihr glaubt, sondern ihr verdammt sie. Und am Ende tragt nur ihr die Schuld dafür. Ihr, der ihr von guten Absichten sprecht.